I'm feeling fly. It's not with the sunny sky. We laugh out like every night. Zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch wunderschöne Schokoladenkekse. Die sehen so aus und sie schmecken wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Dazu braucht ihr auch eigentlich gar nicht so viele Zutaten. Eigentlich so all das, was ihr so normalerweise im Haus habt. Und sie gehen super schnell, dauert nur 15 Minuten und glaube ich 5 Minuten für den Teig, Zubereitungszeit. Und ja, wenn du Interesse an diesem Video hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Für die Zutaten brauchst du 250 Gramm Mehl, 250 Gramm Rahma, 3 Eier, 180 Gramm Zucker und 50 Gramm Kakaopulver. Die Rahma schneidet ihr jetzt einmal so in der Mitte durch, das ist eigentlich so fast die Hälfte. Und jetzt packt ihr das alles so zusammen in einer Schüssel, wie ihr das macht, ist eigentlich völlig egal. Und verknetet das mit einem Stabmixer mit Knethaken. Das funktioniert eigentlich ganz gut und das macht ihr einfach so lange, bis der Teig ziemlich cremig ist, so wie hier. Und dann könnt ihr euch auch schon ein Backblech nehmen. Nehmt dabei einen ganz normalen Esslöffel und dann könnt ihr den Teig so auf dem Backblech in diesen Keks formen. Dazu braucht ihr ein bisschen Übung, aber nachher sehen die nicht so aus, wenn sie aufgegangen sind. Wenn sie nämlich im Backofen sind, dann sehen sie so aus. Die Kekse lasst ihr bitte bei 200 Grad ca. 15 Minuten bei Ober- und Unterhitze backen. Diesem Video. Wie ihr seht, gehen die einfach super, super einfach und sind super schnell fertig. Und ich würde sie mir auf jeden Fall schmecken lassen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einfach einen Daumen nach oben geben würdet. Und ja, schaut auch gerne mal bei meinen letzten beiden Videos vorbei. Die sind wie immer unten in der Infobox verlinkt und einmal hier oben auf das Infozeichen klicken, da sind die auch immer verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!